bin hier am Josefplatz in Wien, hinter mir der Nationalrat. Hitzig sind heute nicht nur die Temperaturen, sondern auch die Stimmung hier im Parlament. Findet heute eine Nationalrats-Sondersitzung zur Rekordarbeitslosigkeit in Österreich statt. Aber vor der Sitzung, da machen hier die Beschäftigten von ATB Stimmung. Ganz kurz zur Erinnerung, der Motorenhersteller ATB, soll die Produktion ins Ausland verlegt werden und 350 Menschen sollen jetzt dann auf der Straße stehen. Ich habe hier den Arbeiterbetriebsratsvorsitzenden Michael Leitner. Michael, wie geht's euch? Ja, du kannst dir vorstellen, dass es mir nicht gut geht und den 360 Gekündigten erst recht nicht gut geht. Das Ganze drückt extrem auf die Psyche, die Leute werden krank. Das läuft jetzt schon seit Wochen, seit mehr als 6 Wochen und das ist fast nicht zu ertragen. Warum seid ihr heute hier? Was ist der Sinn und Zweck? Naja, es geht um zweierlei Dinge. Zum einen möchten wir diese Sondersitzung und das Thema dieser Sondersitzung unterstützen. Tausende von Arbeitsplätzen sind in Gefahr, da muss was passieren. Und wie man in unserer Sache sieht, das Insolvenzrecht, das da dementsprechende Lücken aufweist, dass statt einer Sanierung eine Liquidierung stattfindet und man es trotzdem als Sanierung hinstellt, das ist ein Wahnsinn, das gehört geändert. Ich bin froh, dass heute so viele Kolleginnen und Kollegen hier sind, die uns bei unserem Vorstoß hier bei der Sondersitzung unterstützen werden. Und wir werden heute wirklich der Bevölkerung vor Augen führen, was hier bei ATB abgeht und wie ungerecht es da tatsächlich zugeht. Was brauchen die Beschäftigten jetzt? Wie sieht eure Unterstützung aus von der Gewerkschaft? Ja, wir kämpfen um jeden Arbeitsplatz und wir wollen einfach haben, dass die Fabrik, dieses Unternehmen bestehen bleibt. Und kein Mensch versteht, dass es zwar einen Investor gäbe, der genau das garantieren könnte, der die Arbeitsplätze garantiert, der sagt, jawohl, ich würde das Unternehmen 5 Jahre zumindest garantieren, dass es Bestand hat. Und dann gibt es keine Möglichkeit, dass man das tatsächlich umsetzen kann, weil sogar die Vertreter der Republik bei der Gläubigerversammlung sich gegen die Arbeitnehmer entschieden haben. Und es wird heute versucht, dieses Insolvenzrecht zu ändern. Wir brauchen hier eine Vorgangsweise, ein zukünftiges Gesetz, das die Menschen schützt und nicht nur die Eigentümer und die Gläubiger. Danke, Rainer. Bei uns ist auch die Heidi. Heidi, du bist Betroffene. Wie lange bist du schon bei ATB? 42 Jahre. Wenn du das jetzt alles hörst, was geht in dir vor? Ganz große Bestürzung. Zorn, Wut und einfach Trauer. Man identifiziert sich ja mit der Firma, weil man schon mal so lange drinnen ist. Gell? Also man ist ja ein Stück davon. Gell? Und auf einmal heißt es von heute auf morgen, danke, ihr könnt gehen. Und im Vorfeld könnt ihr noch bitte die Kündigung selbst abholen. Und in 42 Jahren baut man wahrscheinlich Freundschaften auf. Das ist eine kleine ATB-Familie. Total. Die wird jetzt auseinandergerissen. Ja, richtig. Total. Also man feiert zusammen, man geht fort zusammen, man weint zusammen. Man kennt ja viele Hintergründe auch von den Arbeitskollegen. Und dann wird das einfach alles auseinandergerissen. Was wünschst du dir jetzt? Von der Regierung. Dass sie einfach einmal munter werden. Danke, Heidi. Michael, wenn du sowas hörst, 42 Jahre, man ist befreundet, es gibt eine ATB-Familie. Wie geht's dir da dabei? Ja, ich habe es schon erwähnt, ganz, ganz schlecht natürlich. Die nervliche Anspannung ist sehr groß. Ich weiß von vielen Kolleginnen und Kollegen, dass sie wirklich krank wurden jetzt aufgrund dieser Situation. Die psychische Belastung ist sehr, sehr groß und ich selbst habe eigentlich so eine Wut im Bauch und die motiviert mich eigentlich für diesen Kampf und den werden wir bis zum Ende gehen. Aber ich möchte eines noch erwähnen. Ohne Gewerkschaft und ohne Arbeiterkammer wären wir so weit, wie wir jetzt sind, nicht gekommen. Die Unterstützung ist hier riesengroß und alle Arbeitnehmer sollen daran denken, dass es ohne unsere Interessensvertretung gar nicht gehen würde. Und ihr werdet hier auch noch einmal ordentlichen Wirbel machen. Ja, ich schließe auch weitere Kampfmaßnahmen nicht aus. Es muss passen, es muss alles zusammenpassen. Wir wollen der Firma wehtun, nämlich so weh, wie sie uns wehtut. Das heißt, ihr wart wahrscheinlich nicht das letzte Mal hier? Das möchte ich nicht ausschließen, dass wir nicht wiederkommen.
Ganz herzlichen Dank an den Michael, an den Rainer und an die Heidi. Alles, alles Gute für heute. Und das war von der ATB-Protestaktion hier vor dem Nationalrat in Wien.